Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu Staralili in Strahlender Diamant, also der erste Run in den Gen 4 Remakes und Staralili ist ein besonders furchtbares Challenge-Pokémon, was ich mir extra für die Remakes aufgehoben habe, denn einen Staralili-Run habe ich so noch nie gemacht. Das Ding ist ein normal Flug-Pokémon mit einer Basiswertsumme von 245 und das ist leider ziemlich furchtbar. Ein KP-Wert von 40, physische Verteidigung von 30 und Spezialverteidigung von ebenfalls 30. Egal was Staralili angreifen sollte, Staralili ist gerne mal One-Shot oder wird unfassbar viel Schaden fressen. Die einzig soliden Werte sind der physische Angriff und die Init und selbst die beiden Werte sind nichts Besonderes, also selbst outspeeded werden wird einige Male im Run vorkommen. Und leider hat Staralili auch durchaus einige Schwächen gegen Elektro, Eis und Gestein, die jeweils auch einen Arenaleiter stellen werden, also die Typen kommen im Run einige Male vor. Und Resistenzen hat Staralili nur gegen Pflanze und Käfer, sowie eine Immunität gegen Boden und Geist, was aber alles im Run nicht so zentral ist, leider. Es wird nicht einfach werden, aber das Schlimmste ist, Staralili hat auch leider keine Coverage. Ich werde einige Normalattacken lernen und Flugattacken, aber ansonsten praktisch nur Stahlflügel und Kehrtwände. Und das war's dann. Ansonsten habe ich sehr, sehr wenig zu bieten und nicht mal Hitzewelle, was man vielleicht auch in alten Spielen bekommen könnte, ist hier verfügbar, denn den Tutor werde ich im ganzen Playthrough nicht finden. Und das ist wirklich nicht gut gegen beispielsweise Stahlgegner. Und es gibt ja auch noch Adam. Aber hey, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu den Regeln. Das sind die Regeln, die ich immer anwende für meine One-Pokémon-Runs. Wenn ihr die also schon mal geschaut haben solltet, dann werdet ihr die Regeln bereits kennen. Aber für neue Zuschauer nenne ich sie trotzdem nochmal ein. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem heutigen Run. Und ich kann schon mal eine Sache zu den Remakes sagen. Einige Bossgegner wurden im Vergleich zu Diamant und Perl extrem gebufft. Und das bedeutet, dass vor allem die Liga hinten raus richtig eskaliert. Und das ist gar nicht gut für so ein schwaches Challenge-Pokémon, weil Staralili hat durchaus einige Schwächen parat. Und wir starten natürlich auch dieses Mal mit, da war meine Starter-Pokémon und ich habe mich dieses Mal dazu entschieden hier, den guten Barry einen Blindpfad zu geben, damit er später ein sehr starkes Empoleon haben wird, was ich nicht vernünftig attackieren kann. Weil es resistiert Normal und Flug und auch beispielsweise meine Coverage-Moves wie Stahlflügel. Ich kann also dagegen relativ wenig machen, während ich Panferno und Chaterra jeweils sehr effektiv hätte angreifen können. Ich habe also die schwierigste Wahl getroffen, die irgendwie möglich war. Und ja, tatsächlich ist es bei dem Spiel ja auch sehr, sehr schwierig, die Starter zu verändern, weil es halt auf der Switch erschienen ist. Ich habe aber mittlerweile eine Möglichkeit gefunden, das zu tun. Es geht aber erst, nachdem ich meinen Starter entgegengenommen habe, weswegen ich hier beispielsweise in der Cutscene auch einen Panflam ausgewählt habe. Das wird bei den Runs hier immer so sein, ist aber nicht allzu tragisch. Ich habe aber mein Pokémon dieses Mal Ben genannt, nach einem Zuschauer, der mir dabei geholfen hat, die Starter nachträglich verändern zu können. Deswegen danke nochmal an ihn. Und wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Aber ohne ihn würden wir diese Runs hier vermutlich in Zukunft gar nicht spielen können. Und dadurch, dass es im Early Game tatsächlich erstmal keinen Barry Fight gibt, kann man sofort weitergehen nach Jubelstadt, um sich das Item Flinklaue zu holen, mit dem man stellenweise Pokémon outspeeden wird, für die man eigentlich zu langsam wäre. Was man aber nicht bekommt dieses Mal, ist Return, denn bei Platin wäre das ja der Fall gewesen. Und das wäre ein prima Buff gewesen für Staralili sehr, sehr früh im Run, der hier leider wegfällt. Und das ist einer der großen Gründe, weshalb ich diesen Run hier in den Remake spiele und nicht in der Spezialedition. Nachdem ich aber dann das Item geholt hatte, ging es sofort weiter zu Barry und der zweite Kampf gegen ihn existiert im Spiel, also genauso wie im Platin. Er hat also hier ebenfalls einen Staralili auf Level 7 und einen Plintfa auf Level 9 und die muss ich jetzt beide irgendwie besiegen. Man merkt aber bei diesem Kampf hier schon, mein Staralili ist einfach unfassbar anfällig. Egal was mich attackiert, ich fresse eine ganze Menge Schaden, das bei Quick Attack von seinem Staralili oder beispielsweise durch Klaps von seinem Plintfa. Es geht aber noch weiter. Sobald ich Heuler oder irgendwas anderes fressen sollte, was meinen physischen Angriff senkt, dann macht mein Staralili einfach keinen Damage mehr. Ich meine, könnt ihr euch an die Werte von Staralili erinnern? Es ist halt leider kein mega starkes Pokémon, auch wenn der physische Angriff einer seiner besten Werte ist. Das heißt, wenn sich so ein Kampf hier ewig strecken sollte und ich fresse ab und zu mal so einen Heuler, dann ist der ganze Fight einfach gelaufen, außer ich würde permanent critten, was unglaublich unwahrscheinlich ist. Das heißt, auf diesem kleinen Level hier konnte ich gegen den Rivalen leider nicht gewinnen, auch wenn ich zumindest relativ weit gekommen bin. Und deswegen musste ich hier sofort ein paar Level hochgehen, es ging nicht anders. Und während ich jetzt den Sieg abspiele gegen den Rivalen, werde ich mal ganz kurz erklären, wie Leveln bei dem Spiel hier eigentlich funktioniert. Denn das ist leider ziemlich furchtbar. Sollte man in irgendeiner Weise überlevelt sein, wird man immer und immer langsamer leveln, wenn man gegen unterlevelte Pokémon antritt.
Es ist also fast nicht möglich, 10 Level oder so hochzugehen über das Level, was das Spiel eigentlich von einem möchte. Und dementsprechend sind von Pokémon Runs praktisch unspielbar. Hätte ich keinen Weg gefunden tatsächlich, Rare Candies in das Spiel zu hacken, um halt dieses ganze System zu umgehen, könnte ich keinen einzigen Run zu diesem Game hier hochladen, wo ich auch nur einmal im Run massiv hochgehen müsste. Weil sonst würden die Grinding Sessions Tage dauern bzw. gar nicht machbar sein. Es ist ein ziemlich furchtbares System und in Schwert und Schild beispielsweise konnte ich das umgehen durch halt einfach die Dynamax Raids, wo man halt ohne große Probleme Rare Candies bekommen hat, aber das ist hier in keinster Weise möglich. Ziemlich bitter, deswegen könnt ihr solche Runs vermutlich gar nicht spielen, aber ich versuche das Beste dafür euch rauszuholen, von daher, ich kann zumindest Uploads dazu machen, weil ich das Spiel hacken kann. Das ist aber leider nicht allzu einfach und ich darf euch leider auch nicht erklären, wie es funktioniert, denn das ist leider ein rechtliches Problem. Aber gut, auf Level 9 konnte ich zumindest gegen Barry gewinnen und den Run hier fortsetzen. Und direkt der nächste Bosskampf ist halt so ein Kampf, bei dem man leider extrem überleveln muss, weil man ansonsten nicht den Hauch einer Chance hätte. Und zwar der Kampf gegen Fight. Es ist der Bodengesteinsarena-Leiter, den man einfach nicht vernünftig bekämpfen kann über Flug- oder Normalangriffe. Und leider kann er mich auch sehr effektiv attackieren. Man kommt hier normalerweise an, auf ungefähr Level 10, wenn man halbwegs pazifistisch spielen sollte. Und das ist natürlich viel zu wenig, um mit Staralili auch nur ansatzweise eine Chance zu haben. Denn bereits eine Walzer-Chain von Kleinstein zerstört mich komplett. Staralili kann dagegen überhaupt gar nichts tun. Das erste Mal, dass ich bei diesem Kampf hier auch nur ansatzweise einen Erfolg gesehen habe, war ab Level 20. Bereits so ein Level zu erreichen, mit dem Levelsystem von Strahlender Diamant, ist fast unmöglich, beziehungsweise es würde eine ganze Weile dauern. Und jetzt stelle ich mal vor, Level 20 reicht nicht aus. Was es hier natürlich auch nicht tut. Ich meine, wie zur Hölle soll ich auf Level 20 hier gewinnen? Vielleicht kann Kleinstein ab und zu mal sofort in Onyx gehen, aufgrund eines Missplays von Fight, und dann kann ich mit viel Glück Onyx besiegen, ja? Aber irgendwann kommt Kleinstein wieder zurück und da macht es halt wieder eine Walzer-Chain oder so, und mein Staralili stirbt einfach, auch wenn ich 8 Level über dem Kleinstein bin. Und es kommt auch noch Cognodon, also das Ace von Fight, was nochmal stärker ist und noch gefährlicher. Dass ich dagegen nicht gewinnen kann, auf einem solchen Level hier, will vermutlich keinen wundern. Und spätestens hier ist der Punkt erreicht, wo halt normales Leveln einfach nichts mehr bringen würde. Das heißt, theoretisch kann ich keinem empfehlen, von Pokémon Runs hier zu spielen, aber ich kann sie zumindest machen, durch meine Tools und so weiter. Da kann ich also ziemlich dankbar für sein, deswegen nochmal danke an Ben, dass er mir damit geholfen hat, das war hier wirklich ein sehr wertvoller Zuschauer. Und das Schlimme ist, selbst Level 25 bringt bei dem Fight hier leider gar nicht mal so viel. Ich meine, ich mache jetzt ein bisschen mehr Schaden und halte ein bisschen mehr aus, aber wenn sich Kleinstein beispielsweise für eine simple Walzer-Chain entscheiden sollte, wäre ich selbst auf Level 30 ganz schnell besiegt immer noch. Es ist also hier essentiell, dass Kleinstein einfach Einigler spammt und permanent missplayt. Wenn er das aber tut, steigt seine physische Verteidigung und ich mache wieder immer weniger Damage und natürlich hat Fight auch Tränke. Das heißt, dieser Kampf hier ist auch auf Level 25 immer noch ein Albtraum. Ich habe es aber Gott sei Dank irgendwie schaffen können. Ich weiß nicht wie, aber Staralili hat sich hier durchgebissen und tatsächlich Kleinstein, Onyx und auch noch Cognodon besiegen können. Und das Wertvollste war hier die niedrige Verteidigungskraft von seinem Cognodon. Weil das Ding ist ja durchaus eine große Glass Cannon und man kann Cognodon definitiv two-shotten, wenn Staralili dermaßen überlevelt ist. Aber ich muss leider auch dieses Ding nicht sehr effektiv angreifen. Bei Coverage-Moves hat es Staralili einfach in keinster Weise drauf und das ist ziemlich bitter. Ich habe also eine Ewigkeit an der Arena gehangen, aber irgendwann hat es dann funktioniert. Dadurch, dass ich jetzt aber natürlich maximal überlevelt war, waren die nächsten paar Bosskämpfe nicht mehr ganz so schwierig. Mars von Team Galactic beispielsweise konnte nichts gegen mich tun und selbst die Schnurgast war hier Two-Shot über simple Flugattacken mit 60er Basisstärke. Bisschen absurd, aber wenn ich hier auf Level 20 ankomme, ist es vermutlich auch kein Wunder. Was aber dieses Mal auch ziemlich simpel war, war die Pflanzenarena. Ich meine, ich kann hier natürlich sehr effektiv angreifen, mit Step und resistiere sogar Pflanzenmoves. Und leider ist auch Sylvana etwas schwächer als im Platin, also sie hat hier tatsächlich kein Kinoso, sie hat nur einen Kikugi. Es ging aber bei dem Fight hier sogar so weit, dass ich selbst die Roserade in Grund und Boden gewonshottet habe. Dieser Fight hier war ein absoluter Witz und von daher hatte ich jetzt erstmal eine ziemlich angenehme Zeit. Es gibt aber noch einen weiteren Bosskampf in Ewig genau, den man auch nicht so ganz vergessen darf. Denn ich muss jetzt auch noch antreten gegen Jupiter. Und das war wieder ein Bossgegner, den man durchaus ernst nehmen sollte, weil ihr Skuntank ist erstaunlich mächtig
und es kann tatsächlich mein Pokémon besiegen, auch wenn ich ein paar Level drüber bin. Man kann bei diesem Kampf hier einfach sehr gut sehen, wie schlecht Staralili wirklich ist. Ich meine, ich bin hier angekommen auf Level 28 und kann nicht konstant gewinnen, selbst ihr Skuntank ist nur auf Level 20 und es spammt auch nur Flammenwurf ohne Step. Und der Superschall von ihrem Zubat ist sogar noch daneben gegangen, also ich hatte sogar noch relativ gutes RNG. Ihr Skuntank kann aber stellenweise auch Giftwolke einsetzen, um mich zu vergiften. Und ganz wichtig, Freunde, es trägt noch eine Beere, um den Kampf in die Länge zu ziehen. Und wenn dann noch die Fähigkeit Finalschlag dazu kommt von Skuntank, die mir Schaden macht, wenn ich das Ding finishen sollte, dann kann Staralili hier ernsthaft verlieren, obwohl es maximal überlevelt ist. Man kann aber natürlich bei dem Kampf hier auch sehr viel mehr Glück haben. Es könnte beispielsweise passieren, dass Giftwolke misst und dann spart man sich schon mal die Vergiftung. Und ja, man könnte auch beispielsweise einen Crit kriegen auf einen Hit gegen Skuntank, was extrem mettern würde. Es geht aber noch weiter. Es ist auch möglich, hier eine Beere zu tragen und dann kann man sich im Laufe des Kampfes ein paar KP wiederherstellen, was das Ganze nochmal simpler macht. Es entschärft so ein bisschen die Fähigkeit Finalschlag und dann sollte man den Kampf hier normalerweise auch gewinnen können. Wäre aber auch wirklich ein Armutszeugnis gewesen, wenn ich hier nochmal hätte leveln müssen. Wenn man aber dann in Herzhofen ankommt, dann wird einem auffallen, dass das Spiel hier ein bisschen anders abläuft als Pokémon Platin. Das bedeutet, Lavina ist hier, er ist die fünfte Arenaleiterin und in Herzhofen kämpft man einfach so nur gegen Barry und das war's dann. Und Barry ist hier auch einfacher als in Pokémon Platin. Er hat nämlich kein Staravia, sondern nur ein Staralili und das hat natürlich keinen Bedroher. Das bedeutet, mein physischer Angriff wird nicht runtergesetzt und der Fight hier ist komplett simpel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man häufig bei Challenge Runs großartig hier strugglen wird. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, selbst in Pokémon Platin ist der Kampf hier nicht allzu schwierig. Ich meine, normalerweise macht hier sein Staravia die ganze Zeit Doppelteam und auch mit dem einen Bedroher ist es nicht so schlimm. Ich habe selten hier mega krass gestruggelt in irgendeinem Run. Aber bei den Remakes kann ich definitiv confirmen, Barry ist extrem viel weniger gefährlich. Später im Run dann nicht mehr, weil bei der Liga ist er richtig mächtig, aber bis dahin werden die Kämpfe sehr, sehr krass genervt sein. Dazu aber gleich mehr, es wird noch wesentlich schlimmer kommen. Ja, aber so Pokémon wie Ponyta oder beispielsweise Roselia sind auch für gewöhnlich bei den Runs jetzt nicht die größte Bedrohung. Ich meine, Barry hat für gewöhnlich erst relativ spät seine voll entwickelten Pokémon und erst dann ist er wirklich stark. Es gibt aber trotzdem einige Probleme Richtung Schlaede, und zwar auf der Regenroute. Und die ist hier richtig schlimm für mein Staralili, weil es gibt hier sehr beschissene Matchups gegen Random Trainer. Es gibt hier beispielsweise einen Archäologen mit tatsächlich einem Bronzel und einem Schilterus. Und ich kann die beide nicht vernünftig angreifen. Es wäre möglich, hier Stahlflügel zu lernen, eine einmalige TM, die man halt auf der Route davor finden kann, unter Trostdu, aber die wollte ich noch nicht verbrauchen, weil es halt theoretisch sehr nervig ist, sie wiederzubekommen im Untergrund. Ja, ich kann die TMs theoretisch cheaten, weil ich halt hacken kann in dem Game, aber ich wollte zumindest schauen, ob es auch ohne geht, weil ich wollte die Stahlflügel-TM eigentlich erst später im Run verwenden. Und ja, Leute, es geht. Es ist sehr, sehr nervig, halt Schilderus zu besiegen mit Attacken, die es vierfach resistiert, es ist aber machbar. Und es liegt vor allem daran, dass die KI hier stellenweise nicht perfekt spielt. Dadurch, dass das hier Random-Trainer sind, wählen die nämlich meistens einfach zufällige Attacken aus. Vielleicht sogar immer, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Vielleicht haben die aber auch eine gewisse Priorität, manchmal solide Sachen auszuwählen. Es ist ein bisschen komisch, aber man wird merken, dass halt die Random-Trainer nicht so gut spielen wie einige Bossgegner im Spiel, weil die anders programmiert sind. Ja, wie auch immer. Nachdem ich eine Ewigkeit gegen Bronzel und Schilderus gekämpft habe, konnte ich das Schilderus dann irgendwie cheesen über Notsituationen, um mir den Sieg nach Hause zu holen. Da ist aber diese Route hier noch nicht so ganz zu Ende. Denn es gibt auch noch einen Random-Trainer mit einem Garados. Und das ist nochmal wesentlich schlimmer, weil das ist offensiv sehr gefährlich. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich denke, die meisten Challenge-Runs werden hier eine richtig eklige Zeit haben, wenn man gegen Garados halt nicht beispielsweise Elektro-Coverage besitzt. Weil dieses Garados im Regen mit Bedroher ist schon eine ziemlich gemeine Situation für halt einen Kampf, der nicht mal ein Bossfight sein soll. Das Gute ist aber, durch die schlechte KI von den Random-Trainern kann man hier sehr, sehr viel Glück haben und dann kann das passieren, dass Garados dermaßen missplayt, dass man es plötzlich besiegt mit Staralili, ohne weiter zu leveln. Hätte ich aber erst nicht erwartet, weil ich war ja kurz davor, einiges hochzugehen. Ich habe nämlich vorher nie eine Chance gesehen gegen das Ding. Sehr, sehr gefährliches Mon, auch wenn der Rest des Teams von den Trainern ziemlich schwach ist. Und nachdem ich dann die Regenroute hinter mich gebracht hatte, konnte ich aufbrechen nach Schleiede, um gegen Hilde anzutreten in der Kampfarena. Es gibt aber ein Problem. Kampf-Pokémon haben zwar eigentlich eine Flugschwäche, aber ihr Ace ist ein Lucario ohne Flugschwäche. Weil das Ding ist Stahlkampf und das ist richtig, richtig gefährlich. Das Problem ist einfach, ich fresse hier eine ganze Menge Schaden.
Eigentlich könnte ich im Kaufhaus mir Kraftschub kaufen, um mich zu boosten, aber wo zur Hölle soll ich das rauslegen? Damit würde mein Angriff auf plus 1 steigen, aber selbst beim Mediti würde ich dermaßen viel Schaden fressen, dass alles zu spät ist. Und Lucario kann ich auf plus 1 sowieso nicht one-shotten, während Drain Punch mir unglaublichen Damage austeilen würde. Ich bin also angetreten ohne Boost, aber ihr seht schon, selbst das Marshock von Hilda kann mich absolut vernichten. Dass ich also auf diesem Level den Orden mitnehme, ist verdammt unrealistisch. Das Gute ist aber, die Sinnoh-Region ist ein bisschen offener als in Pokémon Platin in Strahlender Diamant und das bedeutet, man kann sofort auch gegen Marinus antreten und Hilda erstmal verschieben. Marinus ist jetzt aber der Wasser-Arena-Leiter, der noch stärker ist. Und Überraschung, er leadet mit Gyarados wie in Pokémon Platin. Und das Ding hat auch immer wieder Bedroher und macht mich einfach fertig. Es hat sogar sehr gute Coverage-Moves, weil er die Bossgegner hier stellenweise, wie gesagt, gebufft wurden. Und deswegen hat das Ding Eiszahn, was mich sogar theoretisch einfrieren könnte. Ich habe nicht den Hauch einer Chance und ich kann nicht mal ansatzweise Morlord oder Boyeline erreichen. Das sieht noch viel unmöglicher aus als der Kampf gegen Hilda. Und meinen nächsten großen Durchbruch hatte ich dann erst wieder auf Level 35 bei Hilda. Und dann konnte ich Folgendes tun. Ich konnte einmal Kraftschub einsetzen, um mich zu pushen und dann konnte ich halt hoffen, dass Mediti nur auf Potzer geht. Und wenn das passieren sollte, kann ich daraufhin Mediti one-shotten, Marshock one-shotten und Lucario two-shotten. Und dadurch, dass Lucario, wenn ich volles Leben haben sollte, nicht die Kill-Range sieht und mich nicht one-shotten kann, würde es manchmal nur Kreideschrei nutzen, was dazu führt, dass man den Orden sogar mitnehmen kann, ohne Damage zu fressen. Bisschen absurd eigentlich, weil ich halt eben nicht gewinnen konnte und jetzt so eindeutig gewinne mit ein paar Level-Ups mehr, aber aufgrund der Schadensranges war das halt durchaus möglich. Bei Marinus allerdings sieht es ein bisschen anders aus. Selbst auf Level 40 hatte ich hier nicht den Hauch einer Chance. Ich meine, ich kann ihn nirgends setupen, auch nur ansatzweise. Und auch wenn ich Gyarados jetzt two-shotten kann, in Kombination mit Sturzflug, wird mich spätestens Morlord für gewöhnlich einfach besiegen. Ich habe keine Pflanzenattacken auf Staralili und das Ding hat Regentanz und dann Siedewasser-Spam. Richtig mächtig im Regen und es kommt ja auch noch Boyeline. Das sieht einfach komplett hoffnungslos aus, zumal das auch noch Eiszahn besitzt. Meine einzige Möglichkeit, um also gegen Marinus zu gewinnen, war auf Level 45 zu gehen. Weil jetzt war es möglich, Eiszahn zweimal zu überleben, weil es jetzt weniger als 50% Schaden gemacht hat. Und da ich Ruheort lernen kann, eine TM, die man findet, oberhalb von Trostu, es ist dann denkbar, Kraftschübe zu setupen, um dann das Team von Marinus in Grund und Boden zu sweepen. Man muss aber aufpassen. Wenn man in Killrange von Wasserdüse sein sollte bei Boyeline, kann einen das noch abfrühstücken, also muss man da sehr drauf achten, wie die KP gerade stehen. Es ist aber schon ein bisschen bitter, wie sehr ich hier hochgehen musste vom Level. Ich meine, die Arena kann mich nicht sehr effektiv angreifen mit Step, das wird später noch kommen. Und es ist kein gutes Zeichen, dass es jetzt schon so mies aussieht für mich, wenn mich ein simpler Eiszahn trifft. Ich meine, ja, Gyarados ist kein schwaches Pokémon, weiß Gott nicht, aber Eiszahn hat nur eine Basisstärke von 65. Das hält sich wirklich ziemlich in Grenzen, das war jetzt kein Eisbeam. Wie auch immer, auf Level 45 hat das funktioniert und die Attacken Ruheort und Kraftschub werden jetzt noch sehr relevant werden. Was aber leider überhaupt nicht relevant ist, ist das Rivalenbattle in Waldeburg, weil das ist komplett lächerlich. Barry kommt jetzt nach dem Orden auf einen zu und hat immer noch nur Staralili. Was zur Hölle ist hier schiefgelaufen? Das kann man in keinster Weise schönreden, das ist womit das schlechteste Rivalenbattle aller Zeiten. Und da denke ich beispielsweise auch an die Maike-Kämpfe in Emerald. Ich mein's ganz im Ernst. Wenn man hier einen normalen Run spielen sollte, ist es praktisch unmöglich, gegen Barry hier zu verlieren. Und die Überraschung in Fleetburg ist er auch nicht gerade so stark, also sind die Barry-Kämpfe in dem Spiel hier extrem enttäuschend. Muss ich leider echt so sagen, ich denke, wir werden selten großartig über ihn sprechen. Und dieser Kampf hier ist mit Abstand der absurdeste. Aber wie sieht's denn aus mit Lamina in der Geisterarena? Ich meine, normalerweise ist die ja in Platin nicht allzu stark, weil sie sehr, sehr früh im Spiel kommt, aber hier ist sie tatsächlich relativ spät im Game und hat bereits drei vollentwickelte Pokémon, und zwar ein Drizzepeli, ein Gengar und ein Traumagil. Und das hat schon durchaus eine ganze Menge Potenzial. Ihr erstes Pokémon, also ihr Drizzepeli, ist schon mal ziemlich nervig. Es hat nämlich Irrlicht, um mich zu verbrennen, genauso wie das Zwielicht in Pokémon Platin, was sie dort zuerst benutzt. Und wenn ich verbrannt sein sollte, mache ich halben Schaden und kann quasi aufgeben. Ich könnte hier nicht mal Fassade spammen gegen die Geist-Pokémon, das würde nicht gehen. Und ja, leider kann das Drizzepeli auch Finalschlag als Fähigkeit und ganz wichtig, Fliegen. Und wenn es in der Luft sein sollte, kann ich es manchmal mit meinem Fliegen nicht vernünftig treffen. Um es also vernünftig killen zu können, muss ich eigentlich Sturzflug nutzen. Und dann fresse ich insgesamt so viel Schaden,
das mich Gengar mit Matschbombe einfach finisht. Es gibt aber eine Möglichkeit, um diesen Kampf hier so ein bisschen zu cheesen, und zwar kann man Kraftschub einsetzen in der ersten Runde und dann hoffen, dass sie Fliegen nutzt. Und wenn sie dann in der Luft ist, fliegt man selber in die Luft und wenn sie landet, ist man gerade nicht angreifbar. Dann kann man Drift Zeppeli einfach so killen durch den Kraftschub und hat volle KP für die restlichen beiden Pokémon, die man dann easy sweepen kann. Und da Gengar dann nicht mehr die Killrange sieht über Matschbombe, macht es Konfusstrahl, was nicht so konstant ist in dieser Generation, weil Verwirrung wurde genervt und eine Vollverwirrung ist nur noch eine Chance von 33%, also man kommt hier relativ gut durch. Die Geisterarena ist schaffbar, ohne weiter zu leveln, und die Baum ein Vielfaches angenehmer als Marinus. Das heißt aber nicht, dass der Bosskampf hier schlecht ist. Ich finde, Lamina hat eine vernünftige Stärke und ihre drei Pokémon haben schon was zu bieten. Ich würde sagen, das ist eine coole Geisterarena und das Ganze ist wesentlich spannender als im Platin. Ist aber auch klar, es ist ja der fünfte Orden. Und nach Lamina kommt dann Barry in Fleetburg und wie gesagt, Leute, er ist wesentlich schwächer als im Pokémon Platin und das merkt man hier einfach in allen Ecken und Enden. Und es tut ein bisschen weh, weil eigentlich ist dieser Fight hier immer ein großes Highlight. Er hat halt einfach wirklich nur Staravia, also kein Staraptor, und dementsprechend kann man schon mal wesentlich leichter setupen als im Platin. Es geht aber noch weiter. Er hat weder einen Galoppa, noch hat er einen Empoleon, noch hat er einen Roserade. Es ist nichts vollentwickelt, sein gesamtes Team ist einfach schlecht. Das einzige, was er behalten durfte, ist sein Scaraborn, was aber hier natürlich eine fette Mal-4-Schwäche hat gegen Flug, also spielt das für den Run hier überhaupt gar keine Rolle. Nachdem ich also gesetupt hatte gegen Doppelteam Staravia, was nicht mattern muss, habe ich den Rivalen einfach so in Grund und Boden gesweept, was niemals hätte klappen dürfen. Hätte der beispielsweise Empoleon gehabt mit meinetwegen Ice Coverage, hätte ich hier extrem gestruggelt. Sehr, sehr schade muss ich sagen, weil das hier wäre so ein Fight gewesen, wo ich durchaus vielleicht hätte leveln müssen. Das Gute ist aber, nach der Siegestraße kommt er halt nochmal im Liga-Gebäude und dort ist er stärker als im Platin sogar. Denn dort wurde er gebufft und holy shit, dann hat er was drauf. Aber das kommt halt ein bisschen spät irgendwie. Also die ersten paar Rivalen-Battles könnten wirklich ein bisschen spannender sein. Und vor allem das in Fleetburg hätte ich enorm gebufft. Und das ist doppelt bitter für diesen Run hier, weil das bedeutet jetzt folgendes. Ich habe Adams Arena erreicht auf einem recht kleinen Level und zerschelle hier komplett. Bereits die Random-Trainer in der Stahl-Arena sind richtig anstrengend für Staralili, weil fast jeder davon hat einfach einen Stahlloss. Und manche können sogar setupen über Fluch. Es ist sehr, sehr schlimm. Ja, man kann diese Stahlloss-Gegner alle besiegen, weil die halt nicht perfekt spielen unbedingt. Und man kann ja setupen über Kraftschub und sich gegenheilen. Aber die Kämpfe werden sich eine Ewigkeit hinziehen. Und die haben halt beispielsweise Donnerzahn auf Stahlloss oder auch Eiszahn, was sich paralysieren kann, wegritten kann oder beispielsweise auch einfrieren kann im Falle von Eisfang. Das Ganze zieht sich eine ganze Weile und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so lange gebraucht für die Randall-Trainer vor einem Arena-Boss-Kampf. Und Adam ist ja noch stärker und hat ebenfalls einen Stahlloss. Und das ist wirklich, wirklich bitter. Und irgendwann bin ich dann bei Adam angekommen und hier muss ich eine Sache dazu sagen. Hätte der wie in Platin als erstes Pokémon ein Magneton, wäre ich hier absolut umgebracht worden. Ich weiß nicht, ob ich auf Level 80 oder 90 da vernünftig durchgekommen wäre. Weil Staralili hat gegen Magneton überhaupt gar nichts. Aber gut, in dem Game hier hat er nur Bronzel, was wesentlich angenehmer ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Fight hier in irgendeiner Weise leicht ist. Denn dieses Bronzel hier ist leider ein falscher Freund. Es wirkt erstmal so unscheinbar und es kann eigentlich auch nichts gegen mich machen. Es hat nur Lichtkanone und Konfusstrahl. Beides Dinge, die mir keinen Schaden machen und ich könnte mich ohne Probleme gegenheilen. Ich muss aber zwangsläufig setupen, weil das Stahlloss und das Bolterus von Adam praktisch unbesiegbar sind. Das sind gigantische Wände, wo ich erstmal vorbei muss. Wenn ich aber beispielsweise auf plus 6 gehen sollte über Kraftschub, mache ich mir selbst mehr Schaden, wenn ich mich ja selbst verletze aufgrund von Konfusstrahl von Bronzel. Und das ist das, was diesen Fight hier unglaublich bitter macht. Ich muss Bronzel besiegen in der Runde, wo sein Bizarro-Raum gerade ausläuft, ohne mich in der Zwischenzeit irgendwie selbst zu verletzen, wenn ich gerade schon krass gebufft bin, über halt einfach die Verwirrung. Und das ist nur unglaublich selten der Fall. Und selbst wenn all das gut gehen sollte, habe ich noch lange nicht gewonnen. Man kann natürlich stellenweise Versuche haben, wo man auf plus 6 einfach ohne Verwirrung vor Bolterus und Stahlloss steht. Das kann stellenweise passieren. Aber wenn man hier beispielsweise mit Level 48 antritt, kriegt man die dann einfach nicht tot. Ich musste also insgesamt hier auf Level 55 gehen. Und glaubt mir,
Es ist ein Wunder, dass es auf diesem Level hier überhaupt geht. Es ist so eine Qual, dieser Kampf. Und das Schlimme ist, ihr müsst euch immer vorstellen, jedes Mal, wenn ich hier verliere, kann ich nicht einfach einen Save State laden oder so, was in 2 Sekunden gemacht ist. Ich muss die gesamte Switch quasi neu starten bzw. den Save-File neu laden, um es nochmal probieren zu können. Und das Setup bei Bronzel dauert ja jedes Mal eine Ewigkeit und ganz wichtig, Freunde, es wird meistens schief gehen. Und ja, Bolteros hat unglaublichen Bulk, das ist Gott sei Dank Toolshot über Stahlflügel, aber das Ding hat auch Donnerblitz und Steinkante, was häufig kritten kann. Und das Stalos spammt Gyroball mit Step und 150er Base, einfach weil ich dermaßen schnell bin und Stalos keine Init besitzt. Der gesamte Fight hier ist komplett unfair. Und ich hätte niemals erwartet, dass der Ralili auf Level 55 auch nur ansatzweise hier gewinnen wird. Ich war darauf vorbereitet, trotz Bronzelied von Adam, dass ich vielleicht auf Level 80 oder so gehen muss. Ich habe es aber irgendwie hinbekommen, im roten Bereich nach etlichen Stunden Arbeit das hinzubekommen. Einige Leute haben es im Stream verfolgt, es war eine reine Qual, aber es hat irgendwann geklappt. Holy shit, einer der schlimmsten Bosskämpfe im gesamten Spiel. Aber ja, ich kann jetzt weitermachen, auf noch einem relativ humanen Level, ohne beispielsweise auf Level 80 zu sein. Und das ist schon ziemlich cool. Dadurch, dass wir jetzt aber Adam besiegt haben auf diesem recht kleinen Level, ergibt sich eine sehr interessante Situation. Und zwar wollte ich jetzt rausfinden, ob ich jetzt auch gegen Frieda gewinnen kann, ohne nochmal Level zu grinden. Denn die Commander von Team Galactic beispielsweise, die können mich garantiert nicht aufhalten. Die spreche ich ja schon in meinen Platin-Runs praktisch nie durch, weil es eher Minibosse sind, die einen vorbereiten sollen auf das Galactic-Finale. Nichts wirklich Nennenswertes, das sind eher so kleine Minibosskämpfe am Rande. Ja, ich bin also bei Frieda angekommen, ohne nochmal Level zu grinden. Und bei Frieda habe ich halt tatsächlich in Diamant und Perl ein sehr, sehr angenehmes Matchup. Ja, das Ganze ist eine Eisarena, aber Frieda hat einfach in dem Game kein gutes Team. Und ich kann sogar jedes ihrer Pokémon sehr effektiv angreifen und alles one-shotten, ohne mich auch nur einmal zu setupen. Sie hat nämlich hier ins Nebedeck ein Meditalis, warum auch immer, ein Sneebel und ein Rexblizzer. Ich kann 3 Pokémon mit Fliegen einfach so one-shotten und für Sneebel habe ich Stahlflügel. Überhaupt gar keine Schwierigkeit. Ich bekomme ein bisschen Schaden durch das Wetter, das stimmt schon, und man könnte auch Fliegen theoretisch missen oder Stahlflügel, das ist aber nicht allzu wahrscheinlich. Und wer sich jetzt fragt, okay, warum hat denn Frieda so ein schlechtes Team? Ganz einfach, die Pokémon Keifel bzw. Mamutl und auch Frostege sind in diesem Game hier nicht so wirklich vorhanden. Die sind eher für Platin vorgesehen gewesen, genauso wie aus so Pokémon wie beispielsweise Magbrand und Elevoltek. Die kommen also bei den Bossgegnern hier nicht so wirklich vor und es gibt dementsprechend fast kein Eis-Pokémon, die man Frieda hätte geben können. Weswegen sie verzweifelterweise irgendwie Meditalis spielt, aber sie kann halt nichts damit anfangen. Absolut geschenkt dieser Bossfight und ich konnte jetzt ohne nochmal zu leveln einfach weiterlaufen Richtung Speersäule, auch wenn das ein bisschen komisch klingt. Denn der Cyrus-Fight im Galaktik-Hauptgebäude, der ist auch komplett trivial. Ihr müsst wissen, das ist ja der erste Cyrus-Fight, also der Illusis aus Pokémon Platin, findet gar nicht statt. Und im Galaktik-Hauptgebäude hatte das Illusis-Team aus Platin, also eine sehr, sehr abgespeckte Cyrus-Team-Version, die nichts reißen wird. Die ist komplett geschenkt und er ist fast noch schwächer als so mancher Commander. Es ist also praktisch nicht möglich, gegen den hier zu verlieren und man kann einfach so, ohne nochmal zu grinden, zur Speersäule aufbrechen, eigentlich ohne Schwierigkeiten. Denn auch Saturn im Galaktik-Hauptgebäude ist kein starker Commander. Wenn man aber dann bei der Speersäule ankommt, hat man ein riesiges Problem und zwar der Doppelkampf zusammen mit Barry gegen Mars und Jupiter. Und es mag euch vielleicht überraschen, aber das Ganze ist sogar noch schlimmer als in Pokémon Platin. Weil es gibt hier leider einen sehr, sehr großen Designfehler bzw. eine komische Designentscheidung, die Challenge Runs richtig zum Kotzen macht auf der Speersäule. Und die will ich kurz erklären. Der Doppelkampf gegen Mars und Jupiter ist praktisch genau gleich wie in Pokémon Platin, also da gibt es kaum Abänderungen. Es gibt aber einen Haken. Nachdem man Mars und Jupiter besiegt hat, muss man sofort gegen Cyrus antreten, ohne dazwischen nochmal speichern zu können. Man wird zwar vollgeheilt, das ist sehr, sehr gnädig, aber ja, leider muss man tatsächlich beide Kämpfe in a row machen und ich darf dazwischen nicht saven. Wenn ich also diesen Doppelkampf hier recht konstant schaffen sollte, was Daralili sogar hinbekommen hat, dann muss ich trotzdem den immer wieder neu machen, um einen Try gegen Cyrus zu haben. Wenn ich also mal bei einem Challenge-Run Cyrus nur sehr, sehr unwahrscheinlich besiegen kann, dann sieht das richtig, richtig düster aus und ich könnte Stunden über Stunden in den Kampf hier stecken, ohne Erfolge. Es ist einfach nur bitter und ich kann dagegen überhaupt gar nichts machen. Ich hätte nicht mal die Möglichkeit, Safe-State zu setzen, beziehungsweise ich dürfte sie gar nicht setzen, selbst wenn ich könnte. Richtig, richtig dämlich das Ganze.
Aber ja, wie sieht es denn aus mit dem Doppelkampf hier? Am Ende des Tages kommt es halt darauf an, wie clever man diesen Kampf hier führt. Man sollte am besten Mars zuerst killen und erst dann Jupiter. Weil desto früher Skuntank reinkommt, desto früher könnte man vergiftet werden und dann kann man praktisch alles neu spielen. Wenn also Schnurgast zum Beispiel zuerst reinkommt, kann man das erstmal abfrühstücken, einfach Mars besiegen und dann kämpft sie alleine. Man muss aber bedenken, Barry wird sich kaum am Kampf beteiligen und permanent missplayen, genauso wie in Pokémon Platin. Das Schöne ist aber, er wird häufiger mal sterben. Also ich habe hier wirklich bei einigen Tries gesehen, dass es beim Faxo von Barry eingeknickt ist. Was man in Platin praktisch nie zu Gesicht bekommt, wenn Mars und Jupiter das einfach nicht killen können. Da muss ich sogar selber manchmal nachhelfen. Bei den Remakes allerdings passiert es relativ häufig. Ja, dieser Doppelkampf hier ist nicht mega schwierig für Staralili. Ich bin ja sogar relativ solide gelevelt, dank unter anderem Adam. Aber es war halt schon bitter, dass ich diesen Fight hier diverse Male machen musste. Immer wieder. Und wenn man den Kampf schaffen sollte und dann bei Cyrus stirbt und er wieder komplett hochgeht auf den Kraterberg, respawnen Mars und Jupiter trotzdem. Man kann sich dem nicht entziehen oder das irgendwie cheesen, die beiden Kämpfe müssen in der Lore gemacht werden und das jedes Mal. Und das Bittere ist halt leider, dass es unglaublich schwierig ist, Cyrus zu besiegen auf diesem Level hier. Ich würde sogar fast sagen, es geht fast nicht. Und warum das so ist, das will ich jetzt mal ganz kurz erklären, er hat nämlich kein allzu schwaches Team. Er beginnt hier zunächst mal mit einem Krampfchef mit einer Fähigkeit, die dazu führt, dass es häufiger crittet. Und das Ding spammt Nachthieb mit erhöhter Crit-Rate und hat eine Scope-Linse. Es wird also praktisch immer critten. Und damit macht es enorm viel Schaden. So ein Nachthieb mit 140er Basisstärke und Step, das tut einfach weh, vor allem wenn ich dermaßen schlechte Verteidigungswerte habe. Das Blöde ist aber, er macht stellenweise manchmal vorher auflockern und wastet damit Runden, die ich nutzen kann, um mich zu setupen. Wie oft er das allerdings tut, ist kompletter Zufall. Und wenn ich dann Krampfchef kille irgendwann, kommt Gyarados rein mit Bedroher, setzt mich wieder eine Stufe herab und greift mich sehr effektiv an mit Eiszahn-Spam, also wieder ein sehr effektiver Move. Und ich kann mich natürlich gegenheilen, aber wenn ich einfrieren sollte oder weggecrittet werden sollte, dann habe ich verloren und darf den gesamten Doppelkampf gegen Mars und Jupiter einfach nochmal spielen. Und es kommen auch noch X-Bart und Snibunna. Es sieht also auf diesem Level verdammt düster aus. Am Ende des Tages bin ich für diesen Kampf hier einen gewissen Kompromiss eingegangen und zwar habe ich gesagt, okay, ich gehe auf Level 65, das ist jetzt nicht so drastisch, aber ich brauche zumindest ein paar weitere Level-Ups, um hier vernünftig bestehen zu können. Und auf Level 65 war das Ganze auch relativ gut gewinnbar. Ich habe etwas weniger Schaden gefressen durch Alkramchef und konnte mich noch besser gegenheilen bei Gyarados, um schön durchzukommen durch halt das gesamte Team und ein bisschen zu sweepen. Und man muss halt auch fairerweise dazu sagen, so gefährlich sind X-Bart und Snibunna jetzt nicht wirklich. Das Schöne ist, X-Bart beispielsweise outspeedet mich zwar, es setzt aber aus irgendeinem Grund fast immer Rückenwind ein, um noch mehr Inne zu kriegen, also um safe alles zu outspeeden. Und in der Zeit kann ich halt Fliegen drücken und X-Bart killen, ohne dass es nicht nochmal trifft. Und Snibunna hat aus irgendeinem Grund keine Eisattacke. Es ist zwar ein Eis-Undicht-Pokémon und hat gute Coverage-Moves, aber es hat einfach keinen Eispunch? Sehr merkwürdige Entscheidung, weil die meisten Pokémon haben ja hier recht gute Movesets bekommen von den Entwicklern, also die Bosskämpfe wurden gebufft. Sehr, sehr weird, aber okay, ich habe mich gefreut, weil so ein Eispunch von Snibunna hinten raus hätte mir durchaus wehgetan, zumal das Pokémon mega schnell ist. Auf Level 65 bin ich hier also erstaunlich gut durchgekommen und ich habe dann irgendwann gewonnen. Ich habe aber wirklich Angst davor, dass bei einem Pazifismus-Run oder so ich Mazyrus nur besiegen kann, wenn ich eins seiner Pokémon wegkritte oder irgendwie sowas. Wenn mir das der Fall ist, muss ich, um auf einen Crit zu grinden, jedes Mal wieder Mars und Jupiter killen. Holy shit, das will ich mir wirklich nicht antun. Ich hoffe, das bleibt mir erspart. Aber wie sieht's denn aus mit Volkner in der Elektro-Arena? Ich meine, auch der kann mich sehr effektiv angreifen, aber die gute Frieda war ja auch kein Problem. Ist also Volkner ähnlich einfach? Ich meine, bei den meisten Platin-Runs beispielsweise mache ich den immer ohne großartige Schwierigkeiten. Tja, ich muss leider sagen, er ist hier schwieriger als im Platin. Er hat nämlich hier tatsächlich Ambidiffel und Random Octillery. Bisschen weird, aber tatsächlich ist es eine starke Kombination gegen mich. Er macht nämlich erstmal Voltwechsel mit Raichu und da kommt Ambidiffel rein mit Techniker und das spammt einfach Mogelhieb und dann Doppelschlag oder Thunderbolt, um mich zu besiegen, ohne dass ich irgendwas setupen könnte oder so. Das Ganze ist komplett hoffnungslos und ich konnte nicht mal Fuß fassen und irgendwas tun bei dem Kampf. Und es mag jetzt vielleicht blöd klingen, aber ich bin dann auf Level 80 gegangen. Das ist zwar ein drastischer Schritt, aber was hätte ich denn sonst machen sollen? Ich meine, jedes Pokémon von Volkner kann mich sehr effektiv angreifen. Ich werde sogar ständig outspeedet von Raichu und Co. auf kleinen Leveln. Ich sehe einfach überhaupt keine Chance.
Auf Level 80 wiederum habe ich endlich genug Speed gehabt, um hier ein bisschen was zu reißen und ich konnte jetzt auch setupen bei Umblediffle. Aber das war's noch nicht so ganz, ich muss noch ein bisschen mehr zu dem Kampf sagen. Man hätte jetzt natürlich beispielsweise auf Level 75 durchsweepen können mit Flingklaue. Damit hätte man auf den Speed scheißen können und vielleicht sogar irgendwie Kills hinbekommen. Hinten raus kommt aber Luxtra mit Bedroher und spätestens dann ist es vorbei, also selbst das würde nicht so wirklich funktionieren. Ich sehe ehrlich gesagt keine Chance, dass jetzt Daralili auf einem halbwegs humanen Level durchkommt. Die gesamte Arena ist zwar mega simpel aufgebaut an sich, aber ziemlich effektiv gegen mich, wenn ich keine ausbesitze. Hätte ich hier beispielsweise einen richtig krassen Bodenmove oder so, oder könnte ich zumindest neutral mit Flugattacken angreifen, könnte man mehr Dinge ausprobieren, aber hier sind mir einfach die Hände gebunden gewesen und ich bin sehr, sehr krass nach oben gelevelt. Ich denke, man kann das gut nachvollziehen, ich sehe nicht wirklich einen anderen Ausweg. Letztendlich habe ich also die Pokémon-Liga erreichen können auf insgesamt Level 81. Aber das war es natürlich noch nicht so ganz. Ich kann noch nicht die Liga betreten und anfangen, den Boss Rush zu spielen. Was ich jetzt noch tun muss, ist zu gewinnen gegen Barry. Und der hat jetzt endlich mal sein Full Force Team und er ist ein ernstzunehmender Bossgegner geworden. Ich finde es wirklich schade, was aus den Barry-Kämpfen im Mid-Game und Early-Game geworden ist. Das kann man wirklich nicht gut reden, weil im Vergleich zu Platin sind die einfach der letzte Crap. Aber zumindest dieser Fight hier ist jetzt auf Augenhöhe. Und was soll ich sagen, Freunde? Er hat auch wirklich starke Movesets am Start. Und ich musste mir jetzt wirklich überlegen, wie ich dessen Team oute, ohne Richtung Level 90 zu gehen. Weil es wäre dann doch sehr bitter gewesen, nachdem ich so geknausert habe mit den ganzen Level-Ups im Run. Und Überraschung, ich habe hier eine sehr interessante Strategie gefunden. Es ist möglich, gegen sein Staraptor, was Bedroher nutzt, erstmal Kraftschub einzusetzen, um wieder neutral zu sein vom Schaden, den man austeilt. Und dann kann man anfangen, Staraptor einfach zu besiegen in 2-3 Runden. Und das Staraptor kann auch stellenweise seine Verteidigungswerte senken, wenn es Nahkampf spammen sollte. Und dann kommt Scaraborn rein, was man einfach so one-shot und überfliegen, weil dagegen kann man nicht weiter setupen, es spammt nämlich Steinhagel mit einem sehr krassen Angriffswert. Wenn dann aber Galoppa reinkommt, dann ist dieser Kampf hier mehr oder weniger bereits entschieden. Weil was will Galoppa machen? Sein bester physischer Move ist hier Flammenbrat, es hat nämlich aus irgendeinem Grund keinen Flammenblitz. Man kann sich also prima gegenheilen und immer weiter Kraftschübe setupen. Und das Schlimmste, was dann noch passieren kann, ist am Ende des Tages ein Burn durch Flammenbrat. Wenn man aber einfach Fassade in sein Moveset mit reinnimmt, ist das eine Normalattacke mit 70er Basisstärke, die doppelt so stark wird, wenn man ein Statusproblem hat wie Burn. Und der Angriffsdrop vom Burn wirkt auch nicht bei Fassade. Ich mache also plötzlich deutlich mehr Schaden als durch Fliegen plus meine ganzen Kraftschübe und kann das gesamte Team von Barry in Grund und Boden sweepen. Und mit einem 140er Base-Angriff mit Step hat auch Empoleon mit seiner Resistenz absolut nichts mehr zu melden. Das heißt, ich habe diesen Fight hier krass cheesen können. Man muss aber noch eine Sache bedenken. Wenn tatsächlich Staraptor hier Raindance einsetzen sollte, ist das Flammenrad von Galoppa abgeschwächt und dann setzt es hier leider eine Giftattacke ein stattdessen, die einen vergiften kann. Das ist dann durchaus nicht allzu ideal, also darauf würde ich ein bisschen aufpassen. Wenn es aber nicht regnen sollte, und durch Fliegen kann man ja auch viele Regenrunden rumbringen, ja, dann ist der Kampf eigentlich gewonnen. Dann kann er wenig tun und Fassade sollte dann wirklich absurden Damage machen. Und wenn es dann losgeht mit der Pokémon-Liga, sieht es auch zunächst mal eigentlich ganz gut aus. Es beginnt hier mit Tabaro und das ist halt ein Käfertrainer, den ich sehr effektiv angreifen kann, außer sein Pion Draghi. Es gibt aber auch hier mal wieder ein paar Probleme. Sein Budox beispielsweise hat Toxin und es kann mich damit sogar in der Luft treffen, weil es ein Gift-Pokémon ist. Ziemlich dumme Mechanik, aber okay, da nehme ich halt eine Piercive-Beere mit. Was aber auch noch mettern könnte, wäre Falterreigen von Papinella oder Blockbefehl von Hornbeisel. Wenn man nämlich dort zu viel Setup betreiben sollte, können die außer Kontrolle geraten und einen vielleicht besiegen. Und so ein Crit von Pion Draghi hinten raus kann auch sehr wehtun und das kann mich auch noch vergiften. Also dafür, dass das Ganze hier ein Käfertrainer ist, hat er gut was drauf. Man muss aber auch dazu sagen, die Liga-Trainer wurden hier absurd gebufft. Die haben gute EVs und DVs, Competitive Movesets und hauen wirklich alles raus, was irgendwie geht. Allein schon Falterreigen Papinella ist echt dreist für ein originales Pokémon-Spiel. Man muss aber leider auch so ein bisschen sagen, dass das Balancing von dem Spiel dadurch extrem leidet, weil die Liga einfach lächerlich schwer ist im Vergleich zum Hauptspiel, wo gefühlt gar keine Schwierigkeit drin steckt. Wo die Liga aber dann erst so richtig losgeht, ist bei Theresa. Und hier ist es jetzt richtig schlimm. Es ist eine Bodengesteinstrainerin mit zunächst mal einem Morlord und Toxin. Und das ist richtig nervig, weil dort muss ich setupen, um gegen die Gesteins-Pokémon klarzukommen, über Stahlflügel. Und das Ding spammt auch Surfer. Man kann sich gegenheilen über Erholung, aber das Allerwichtigste sind die Leftovers.
Und das ist ein Item, was man tatsächlich bekommen kann. Starralilli kann nämlich die Attacke Raub lernen und im Untergrund Leftovers klauen von wilden Mamfaxos. Und das ist hier ziemlich entscheidend. Meine, so kann ich vernünftig gegenstollen. Und warum nutze ich diese Mechaniken in Platin? Ganz einfach. Da habe ich es mir verboten. Denn Mamfaxo dort zu Gesicht zu bekommen, ist fast unmöglich. Man bräuchte dafür extrem seltene Honigbäume, wo nur extrem selten Mamfaxos überhaupt spawnen können, und ich halte es für äußerst unrealistisch, dass jemals ein Spieler danach Leftovers suchen würde für einen solchen einzelnen Challenge Run. Und deswegen hatte ich das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber bei diesem Game hier ist es keine Schwierigkeit, einmal Mamfaxos zu kommen, und deswegen sollte man auch die Überreste erlauben. Alles andere wäre ein bisschen merkwürdig. Wenn aber Starralilli natürlich keinen Raub lernen könnte, hätte ich das nicht gemacht. Aber wie auch immer. Als ich dann gegen Morlord unstallen konnte vernünftig, konnte ich auch setupen und dann anfangen irgendwann zu sweepen über Stahlflügel. Und die Bogebaum kann man easy one-shotten, aber sobald man bei Geowatz ist und dessen Robustheit sich triggert, kann man das bestenfalls two-shotten. Und das bedeutet, es muss einmal Steinkante missen, was nur zu 20% der Fall ist. Sehr, sehr anstrengend, aber wenn das klappen sollte und man trifft wirklich alle Moves, dann ist dieser Fight hier schaffbar. Und man kann auch Geowatz Vorschwächen überfliegen, um es nicht sofort in die Robustheit zu hauen, weil dadurch triggert sich dann keine Top-Genesung und es macht den Fight hier etwas konstanter. Es ist aber wirklich ein schlimmer Fight und ich habe eine ganze Weile gesessen, weil allein schon dieses Setup bei Morlord jedes Mal unglaublich viel Zeit frisst und es kann auch stellenweise schief gehen. Danach geht's aber dann weiter mit Ignatz und über diesen Fight hier könnte ich tatsächlich ein Buch schreiben. Der ist dermaßen kompliziert, aber lasst mich einfach erzählen. Ihr seht schon, ich bin hier auf Level 95 gegangen und habe auch die Attacke Quick Attack jetzt mitgenommen. Ich musste also die Liga neu starten praktisch und Theresa ist Gott sei Dank besiegbar mit Quick Attack im Moveset, also man ist nicht auf Stahlflügel angewiesen. Man kann also mit diesem Moveset hier Ignatz ohne großartige Schwierigkeiten erreichen und ja, da muss man Folgendes tun. Man muss bei Galoppa auf plus 3 oder am besten auf plus 4 gehen, ohne maximal vorgeschwächt zu werden und ohne Decrease durch Eisenschweif auf die eigene Verteidigung. Und leider wird Galoppa Eisenschweif praktisch nie missen, weil es ein Item trägt, was die Accuracy erhöht. Und leider kann das Ding auch Hypnose spammen, um mich einzuschläfern, was ich nur einmal abfangen kann über eine Marombeere und dann ist sie verbraucht. Ja, und mit Quick Attack kann ich dann im besten Fall Galoppa töten, ab plus 3, und dann kann ich Stalos 3-shotten. Wenn ich auf plus 4 kommen sollte, kann ich Stalos sogar 2-shotten. Das Ding ist nur, wenn Stalos mich einmal treffen sollte, bin ich One-Hit, weil es hat Eisenschweif und macht so absurd viel Schaden, dass ich keinerlei Chance habe, den Move zu überleben, wirklich überhaupt gar keine. Und ja, nach Stalos ist der Kampf hier auch noch nicht vorbei. Es kommt noch Schlappohr mit Quick Attack, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Dann kommt Drift Zeppeli mit tatsächlich Komprimator und Baiten Pass, richtig ekelhaft. Sowie tatsächlich Panferno mit Focus Sash. Man kann das Ding nicht one-shotten und deswegen wird Panferno hier safe treffen mit Donnerschlag und der Fähigkeit Iron Fist, was Donnerschlag nochmal pusht. Und das Ding hat auch noch Mach-Punch, um mich sowieso zu outspeeden, also es ist alles richtig, richtig schlimm. Wenn ich also später vor Panferno stehen sollte und ich habe keinen gesunden HP-Stat, dann bin ich einfach down. Und das nach all dem Grinding durch Galoppa und Stalos durch. Dieser gesamte Fight hier ist unglaublich unkonstant. Und da habe ich noch nicht mal erwähnt, dass man theoretisch die eigenen Moves missen kann jederzeit, was bei Schlappau hier sogar einmal passiert ist, aber ist das Glück nicht gemettert. Und dass Galoppa unter anderem noch die Fähigkeit Flammkörper hat, also wenn man das finishen sollte über Quick Attack, kann man sich im Burn einfangen manchmal und hat instant verloren. Ich habe Stunden über Stunden an diesem Kampf gesessen, selbst auf Level 95 und praktisch keine Siegeschance gesehen. Ich war kurz davor an dem Punkt auf Level 100 zu gehen oder die Challenge sogar abzubrechen, es hat aber Gott sei Dank funktioniert. Man muss sich halt mal vorstellen, was es bedeutet, diesen Kampf hier zu grinden. Jedes Mal wieder den Save neu zu laden und den ganzen Kampf von neu zu beginnen, wobei jeder Try eine Ewigkeit dauert. Das kann sich sehr, sehr krass ziehen. Es hat aber Gott sei Dank irgendwann dann funktioniert und ich konnte auf Level 95 Ignatz besiegen. Im 80er Bereich allerdings halte ich das für praktisch unmöglich. Danach kommt aber endlich mal wieder ein Lichtblick und zwar Lucian und der kann wirklich sehr, sehr wenig gegen mich machen. Er leadet hier beispielsweise über einen Pantimos und es macht Lichtschild und Reflektor und spammt dann einfach Psychic. Aber ganz ehrlich, es macht nicht so viel Damage. Ich bin mittlerweile Level 95 und kann hier einfach fröhlich setupen und mich immer mal wieder gegenheilen, einfach über Roost. Und dann kann ich irgendwann, wenn ich der Meinung bin, Reflektor läuft gleich aus, einfach Pantimos killen und anfangen zu sweepen. Das Einzige, was da noch gefährlich werden könnte, wäre vielleicht Simsala, weil es ziemlich schnell ist, aber das kann ich ja outspeeden über Quick Attack und es hat keine physische Verteidigung.
und vielleicht Bronzong, weil das Ding kann ziemlich gut gegenstallen, es ist ja Typ Stahl. Ich musste aber hier nicht mehr Kehrtwende oder so auspacken als TM, es war gar nicht notwendig. Selbst wenn ich nicht sehr effektiv angreifen sollte, mache ich auf dem Level hier dermaßen viel Damage, hat man ja auch eben gegen Stalos zum Beispiel gesehen, dass Bronzong gar keine Gefahr darstellt. Also Lucian wäre zusammen mit Habaru auf jeden Fall der leichteste von den Top 4 und ein sehr, sehr angenehmes Matchup. Wäre ich aber hier natürlich auf einem fairen Level gewesen, hätte das selbstverständlich nicht so gut funktioniert. Es ist durchaus kein schwacher Trainer bei den Top 4 und wenn mein Challenge-Pokémon eine Psychoschwäche haben sollte, könnte der echt challenging werden. Aber dazu später mehr bei anderen Challenge-Runs, mein Staralili kam mir ziemlich gut durch. Und damit kommen wir jetzt zum großen Finale gegen Cynthia und das ist wirklich eine extrem starke Trainerin in diesem Spiel. Sie hat 6 Pokémon, ausgewogene Typen, praktisch perfekte EVs und DVs auf mehreren Stats und sie übertreibt einfach in jeder Hinsicht. Und sie hat sogar Setup-Moves sowie Pokémon, die mich outspeeden können oder sogar sehr effektiv angreifen können. Das ist alles nicht gut für mein Staralili und ich habe nicht mehr viel Platz in der Levelkurve. Das Schöne ist, sie beginnt hier mit einem Krypphook und damit komme ich halbwegs klar. Ich kann 2-mal Finsteraura überleben und auf plus 2 gehen mit Kraftschub und dann kann ich einfach so Krypphook removen, ohne dass es sich so wirklich wehren kann. Es hat theoretisch Sucker Punch, das spielt aber für den Fight hier keine Rolle, weil Cynthia das nicht einmal ausgewählt hat in irgendeiner Konstellation, also war das für den Kampf ziemlich egal. Wo es aber dann ziemlich langwierig und schwierig wird, ist bei Milotic. Milotic hat hier einen Heißorb und die Fähigkeit Notschutz, die dazu führt, dass wenn es verbrannt ist, es 50% mehr Defense bekommt. Das heißt, dieses Milotic hier ist praktisch unbesiegbar durch physische Moves. Ich muss extrem krass mich boosten, um dagegen eine Chance zu haben. Das Gute ist aber, wenn ich rooste, verliere ich aber meinen Flugtypen für eine Runde, das heißt der Eisbeam, den Milotic jede Runde spammen wird, ist nur neutral und ich kann mich recht gut gegenheilen und weitere Kraftschübe durchaus rauskriegen und dann könnte ich eigentlich anfangen zu sweepen. Ich muss dann irgendwann einen guten Punkt finden, um Milotic zu finishen und dann kann es eigentlich losgehen. Und theoretisch kann dann nicht mehr so viel passieren, würde man zunächst mal denken, man muss aber ein paar Sachen noch im Kopf haben. Denn bei den Pokémon, die jetzt noch kommen werden, ist einiges Gefährliches mit dabei. Sie hat nämlich unter anderem noch ein Roserade mit Giftdorn. Wenn diese Fähigkeit procken sollte und ich es mit Fliegen kille, werde ich vergiftet und mein Versuch ist quasi beendet. Das kann ich mir wirklich nicht leisten, auch wenn ich das Item Leftovers drauf habe, ist das verdammt belastend. Es geht aber noch weiter. Irgendwann wird sie ihr Lucario einwechseln und dieses verdammte Lucario hat mich auf Level 95 eiskalt outspeedet und vernichtet. Ich musste also hier auf Level 100 gehen für den Fight, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, und dann gibt es immer noch Knackrack. Dadurch, dass ich es aber geschafft habe, Knackrack auf vollen KP zu erreichen, unter anderem Dark Leftovers und meinem guten Setup bei Milotic etc., ja, hat tatsächlich Knackrack hier nicht die Killrange gesehen, es konnte mich nicht one-shotten und ist deswegen auf Schwertanz gegangen. Ich hatte also kein Risiko hier, gecrittet zu werden durch Drachenklaue und konnte Knackrack einfach so killen, um den Run hier endlich zu beenden. Aber noch mehr Leveln wäre an dem Punkt auch gar nicht mehr möglich gewesen. Aber damit kann ich definitiv festhalten, es ist möglich nur mit einem Staralili das gesamte Spiel Strahlender Diamant durchzuspielen. Und holy shit, war das schwer. Ich habe selten einen so harten One-Pokémon-Run gemacht, einfach mal so blind, ohne ein Spiel so wirklich zu kennen. Also ganz im Ernst, gerade die Kämpfe beispielsweise gegen Adam, Theresa und Ignaz haben mich den letzten Nerv gekostet. Und Cynthia beispielsweise war garantiert auch nicht so einfach. Dieser gesamte Run hier ist vor allem deswegen so schlimm gewesen, weil Soft Resets unfassbar lange dauern und die Versuche von den eigentlichen Kämpfen sich sehr, sehr krass ziehen können, wenn ich großartiges Setup betreiben muss und einfach ganz, ganz lang gegenstallen muss, um irgendwie Fuß zu fassen in einem Fight. Und deswegen war dieser Run hier nicht unbedingt angenehm. Ich kann keinem empfehlen, das Ganze nachzumachen, es ist aber auch wie gesagt nicht so einfach, weil wenn man überleveln muss, naja, ist es bei dem Spiel hier kaum möglich. Dadurch, dass ich aber die Hacking-Tools habe, kann ich in Zukunft häufiger hier Runs machen und ich bin mal sehr gespannt, welche Runs ihr gerne sehen wollt, deswegen Vorschläge gerne in die Kommentare. Aber gut, ich würde sagen, das war's für heute. Lasst mir gerne ein Abo da, folgt mir auch gerne auf Twitch, wo ich ja mittlerweile regelmäßig livestreame und dort könnt ihr solche Runs hier auch live mitverfolgen. Diesen hier beispielsweise habe ich komplett gestreamt, also praktisch jede Sekunde davon und das sogar ziemlich krass am Stück. Also ihr hättet praktisch alles mitverfolgen können und ich werde in Zukunft auch weitere Runs von dem Spiel halt auf Twitch noch machen. Ist zumindest geplant, vor allem durch die Hackmöglichkeiten, die ich jetzt habe. Ich würde aber sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bei den 50.000 Abos wird es auch mal wieder ein kleines Special geben, deswegen seid schon mal sehr gespannt, was da so kommen wird. Ich habe schon einiges geplant.
Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.